Schachs, meine Damen und Herren, sind geronnene Geschichte und sie sind deswegen sehr aussagekräftig und es gibt deswegen die Charttechnik, weil sich Menschen in ähnlichen Situationen ähnlich verhalten, zumal eben viele wissen, aha, hier ist ein Widerstand, den sehen die auch. Also man weiß um die Denke der anderen, dementsprechend sind Charts doch schon sehr wichtig, neben den fundamentalen Faktoren, die für die Märkte eine Rolle spielen. Jetzt haben wir eine extrem exzessive Politik der Notenbanken, die in einer Zeit, wo wir eine massive Inflation haben, wo wir einen massiven Überhang von Nachfrage gegenüber dem geringen Angebot haben, wo wir eine Struktur haben, die grundsätzlich inflationär ist durch Entglobalisierung, durch die Tatsache, dass die Demografie immer weniger aktive Arbeitskräfte bereithalten wird, dass die Mieten steigen etc. Wir haben also ein inflationäres Umfeld, wir haben weiter steigende Löhne, wir haben alles auf Allzeithoch und dennoch pumpen und schütten die Märkte massiv Liquidität in eben diese Märkte, weigern sich die Zinsen anzuheben wie die Fed und die EZB. Ja, die Fed will ein bisschen Tapering betreiben, aber das macht den Braten nicht fett. Und weil diese Geldpolitik der Notenbanken so exzessiv ist, sehen wir auch exzessive Charts. Und einiges davon will ich in diesem Video mal illustrieren. Wir sehen hier den Dow Jones Transports. Das ist der älteste Index der Welt. Gegründet 1884, da waren Transportgesellschaften von Anfang an drin. Ist nach wie vor so, der Index enthält 20 der wichtigsten Transportgesellschaften in den USA, also Fluglinien, Eisenbahn etc. Damals war es ausschließlich Eisenbahn oder Dampfschifffahrt, die in diesem Index drin waren. Hier sehen wir mal einen Chart vom Dow Jones so in den letzten zwei, drei Jahren, kann man sagen. Und wir sehen hier diese krasse Bewegung, die hier stattgefunden hat durch Avis, die sich ja mehr als verdoppelt haben, mehrere 100% plötzlich gewonnen haben. Auch das ist eine Situation, die eigentlich nicht mehr rational erklärbar ist, sondern nur durch die Mechanik, dass eben die Notenbanken so viel Liquidität ins System schießen, dass dann solche Dinge passieren, auch Shorties, die dann gegrillt werden, was auch immer. Jetzt haben wir in der Situation, wo praktisch täglich neue Allzeithochs erreicht werden an den Aktienmärkten, hier mal der obere Chart, hier sehen wir die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe als ETF, nämlich als TNX. Und wir sehen, das sieht aus wie eine Schulterkopf-Schulterformation. Das Ding könnte also fallen. Mit anderen Worten, es deutet darauf hin, dass das sich fortsetzt, was wir gestern überraschenderweise gesehen haben, dass die Renditen wieder fallen. Dass also hier sich Maßgebliches tut. Wir sehen auf der anderen Seite unten eine inverse Schulterkopf-Schulter bei Gold. Die muss sich noch endgültig bestätigen, indem wir dann über diese Nackenlinie gehen. Aber all das deutet darauf hin, Renditen dürften runtergehen, Gold könnte raufgehen. Das heißt, man positioniert sich möglicherweise als Investor oder einige Investoren für eine Flucht in die sicheren Häfen. Die Charts von Michael Silver, Figuring Out Money, by the way. Und wir sehen hier zum Beispiel oben den S&P 500 Index, Large Cap Index, also große Firmen, gegen den Equal Weight S&P 500 Index, also gegen den Index, in dem jede Aktie Equal Weight, nämlich jede Aktie gleichgewichtet ist, diese Dominanz der großen Tech-Werte keine Rolle spielen. Auch hier sehen wir eine potenzielle inverse Schulterkopf-Schulter-Formation, die nahelegt, dass die großen Tech-Werte besser performen als der Gesamtmarkt. Das ist zumindest das, was dieser Chart uns sagt. Unten sehen wir den Nasdaq, der jetzt eine langjährige Trendkanallinie erreicht hat, aktuell ein RSI von über 78, das nur am Rande, auch das natürlich völlig normal. Wir sehen dann auf der anderen Seite den Dollarindex, der irgendwie auch wieder bullisch aussieht, der könnte jetzt nach oben ausbrechen. Auf der anderen Seite sehen wir Öl zurückkommen, gestern deutlich verloren, einer der größten Tagesverluste der letzten Jahre, und das passiert vielleicht nicht ganz zufällig, denn ein bisschen zufällig schon, gell, aber vielleicht nicht ganz, denn in den USA, da steigen die Benzinpreise massiv an, da sind wir jetzt bei 3,41 pro Gallone. Das ist einer der Werte, die nur selten in den letzten 20 Jahren erreicht wurden. Und das ist natürlich für Biden sehr wichtig,
Und das ist auch wichtig für sein Verhalten gegenüber der OPEC Plus. Da macht er ja wahnsinnig Druck und sagt, ja, guckt euch die Benzinpreise an, das ist die Schuld der OPEC Plus. Deswegen müsst ihr da was tun. Gestern ja Aussagen der OPEC, wir hatten auf Finanzmarktwelt darüber berichtet. Aber wenn wir jetzt nochmal zu den Charts kommen, dann sehen wir hier oben den Rohstoffindex CRB und wir sehen unten den S&P 500. Der S&P 500 geht praktisch parabolisch weiter nach oben. Die Rohstoffe drehen nach unten weg. Normalerweise läuft das, wie Sie hier in diesem Chart sehen, doch relativ parallel. Steigen also die Aktienmärkte, steigen in der Regel auch die Rohstoffmärkte. Hier sehen wir also eine klare Divergenz. Und wir sehen, dass die Zinsanhebungserwartungen gestern zurückgegangen sind. Deswegen auch die Renditen der Staatsanleihen zurückgegangen. Und das erklärt das, was gestern an den Märkten passiert ist, mindestens die Reaktion, nämlich Technologie, war ganz vorne und unten die Financials, also die Finanzwerte, die ja normalerweise profitieren, wenn die Renditen steigen und dann vor allem die Zinskurve sich versteilt, wegen der Fristentransformation bei den Banken, die also dann besseres Geld verdienen können. Also das erklärt, was wir da gestern gesehen haben. Gestern übrigens, wie vorgestern, wie schon in den letzten Tagen, dünnstes Volumen. Wir sehen also Anstiege an den Märkten unter dünnstem Volumen. Aber gut, nachbörslich gestern dann auch krasse Charts. Peloton gestern massiv unter Druck gekommen. Die Firma schreibt nach wie vor Verlust. Vor allem, was auffällig war, nicht nur die schwachen Zahlen, sondern dass eben auch die Workouts, die Dauer der Workouts abgenommen hat. Das ist nicht wirklich gut. Dann Uber gestern unter Druck gekommen. Gestern ja auch Moderna. Das waren alles so Ausreißer, die also diese Berichtssaison, die überwiegend gut war, dennoch so ein bisschen, naja, mit einem Schatten versehen, könnte man sagen. Und krasse Charts hier, by the way, auch mal der IPO, die IPO-Issuance, also praktisch das, was an neuen Firmen an die Märkte, an die Börse gebracht wurde. Da sind wir jetzt schon bei fast dem doppelten Volumen des letzten Jahres und ein bisschen haben wir ja noch zu gehen in 2021. Und gucken Sie unten mal die SPACs, diese Börsenmäntel, was da an Kapital reingeflossen ist. 2013 noch 1 Milliarde, jetzt sind wir schon bei 143 Milliarden, praktisch fast das Doppelte des letzten Jahres. Aber wenn wir uns den S&P anschauen, plus 26%. Das maßgebliche SPAC-ETF minus 13% ist also nicht gut gelaufen. Damit dieses exzessive der Notenbanken weitergehen kann, braucht es einen an der Spitze, der Dovischer nicht sein kann, der also diese exzessive Geldpolitik wie kaum ein anderer vertritt. Und das ist natürlich Jerome Powell, wirklich ein Meister der Realitätsinterpretation, könnte man sagen. Manches deutet darauf hin, wie das Wall Street Journal berichtet. Da wurde Jerome Powell im Weißen Haus gesehen. Axios berichtet, dass er sich mit Abgeordneten der Demokraten hier unterhalten soll. Möglicherweise ist da ein Kuhhandel gelaufen. Die linken Demokraten haben ein Zugeständnis bekommen von Biden. Dafür schlucken sie wahrscheinlich die Kröte Jerome Powell, den sie ja sehr stark kritisieren. Das zeichnet sich zumindest derzeit ab. Und all das im Vorfeld der Arbeitsmarktdaten, von denen Jerome Powell in seiner Pressekonferenz gesehen hat, ja, wir wollen jetzt mal zwei gute Arbeitsmarktdaten sehen in Sachen Tapering. Eins ist ja klar, Tapering November und Dezember 15 Milliarden Dollar weniger gekauft. Dann allerdings lässt man sich offen, wie man weiter vorgehen wird. Dementsprechend werden eben auch diese Arbeitsmarktdaten jetzt November, Dezember, heute kommen ja die Zahlen faktisch aus dem Oktober, die dann Anfang November berichtet werden. Also die nächsten beiden Arbeitsmarktdaten, die heute mit dem ersten beginnen, die werden sehr, sehr wichtig. Erwartung ist so um und bei 450.000. Manche spricht aber dafür, dass wir heute bessere Zahlen sehen, weil vor allem diese Unemployment Benefits aufgehört haben. Also die Leute müssen ihren Hintern wieder bewegen, wenn sie Geld verdienen wollen. Das war ja lange nicht der Fall. Jetzt einer der Dinge, die wirklich eben für eine nachhaltige strukturelle Inflation spricht, ist nicht nur eben die Demografie. Hier unten sehen wir mal Working Age Population. Die nimmt konstant ab, sowohl in den USA als auch in China, als auch in Europa. Sondern es ist eben diese ESG, also diese Nachhaltigkeit, diese grüne Geschichte, die dafür sorgte, dass wir eben einen Kapitalismus kriegen, der gesteuert ist. Die EZB betreibt Klimapolitik, da werden also die Weichen gestellt. So muss
investiert werden. Dementsprechend ist eines interessant nach meiner Auffassung, das ist zum Beispiel Kupfer. Hier sehen wir mal eine Zeitreihe, die grafisch dargestellt wird, wie welche Rolle Kupfer in verschiedenen Bereichen in diesem Umweltbereich spielen kann oder bei sauberer Energieerzeugung spielen kann. Erneuerbarer Energie spielen dürfte und dieser Anteil dürfte weiter und weiter und weiter steigen. Aber all das, wie gesagt, dürfte letztendlich dazu führen, dass diese Rohstoffe wie Kupfer weiter aufwerten, weil sie gebraucht werden. Auf der anderen Seite die Löhne steigen, weil immer mehr wieder hier produziert wird und nicht in China oder woanders. Das zeigt also die Dimension. Wir hatten gestern interessanterweise ja diese Hauptversammlung von Volkswagen. Dies wollte ja eigentlich vorher in die USA entschwinden. Dann gab es Stress vor allem vom Betriebsrat. Frau Cavallo, die gebürtige Italienerin, ist da ziemlich scharf gewesen und dies musste sich gestern rechtfertigen, weil Volkswagen ja noch schlechter dran ist in Sachen Chips als etwa BMW oder andere Konkurrenten und der musste sich rechtfertigen auch für seine Bewunderung für Elon Musk. Das hat er dann getan, hat auch gesagt, ja, wir müssen gucken, dass Wolfsburg hier bestehen bleibt. Wenn Grünheide dann genehmigt ist, dann wird das eine echte Konkurrenz. Naja, wenn man sich mal die Autodaten anschaut aus Deutschland, jetzt die Zulassungen im Oktober, Tesla 1700, und das ist jetzt noch nicht so, dass man da auch nur annähernd irgendwie an Volkswagen herankäme. Aber sei es drum, jedenfalls auch dies geht ja diesen Weg in Sachen Elektromobilität. Aber all das wird eben sehr viel teurer werden on the long run. Und es wird eben vielleicht eben eine Sache werden, die dann diese ganze inflationäre Thematik noch weiter befeuern wird. Und jetzt vielleicht eine Erklärung für diese Renditesituation. Wir sehen also fallende Renditen. Wir sehen insgesamt, dass die Corona-Situation sich sehr schnell radikalisiert. Wir haben jetzt über 37.000 Fälle wieder in Deutschland. Wir haben auch eine genauso stark ansteigende Einweisungen in Krankenhäuser. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die jetzige Pandemie schon viel länger dauert als die spanische Grippe der Jahre 1918, 1919. Also da ist einfach das Problem nach wie vor nicht gelöst. Möglicherweise würde das erklären, warum die großen Tech-Werte jetzt besser performen könnten als der Gesamtmarkt, was nicht zwingend heißt, dass die weiter steigen, aber dass sie zumindest besser performen als der Gesamtmarkt, weil wir jetzt praktisch wieder in einer Situation sind, in eine Situation kommen, wo wir über Lockdowns wieder sprechen werden. So ekelhaft das ist, so nervig das ist, aber das ist von den Märkten noch nicht so richtig eingepreist. Das würde dazu führen, dass die Renditen wahrscheinlich weiter fallen, dass Tech dann besser laufen würde, weil das ja Deflationsassets sind. Das zumindest ist eine kurzfristige Perspektive, die das vielleicht erklären kann. Schwer zu sagen, wie man sich da einen Reim machen kann. Jedenfalls auch hier nochmal ein krasser Chart. Kaiser, zweitwichtigster Bond-Emittent in Sachen Dollar-Bonds als chinesischer Immobilienentwickler. Dort wurden jetzt die Aktien angehalten von Kaiser. Und wir sehen, wie Andreas Denolasen hier nochmal meint, wir sehen hier ein ETF, das eben die Immobilienentwickler abbildet in China. Das ist deutlich stärker jetzt negativ als damals noch bei Evergrande oder als vor einigen Tagen, vor einigen Wochen, als diese Schlagzeilen in Sachen Evergrande da der Fall waren. Also die Lage ist nach wie vor sehr, sehr dramatisch. Es wird nur nicht mehr so viel drüber gesprochen. Evergrande ist nur die Spitze des Eisbergs, da darf man überhaupt keine Illusionen haben. Und gestern hatten wir ja mit Jürgen Kremp diese Sendung gehabt. Sein Pessimismus in Sachen Taiwan und Xi Jinping ist groß. Xi Jinping hat ja gesagt, bis 2029 musste Taiwan heim ins Reich geholt werden. Kremp hat klar gezeigt, dass Taiwan eigentlich nie wirklich in diesem Reich war, dass das absolut irre ist, was da gefordert wird. Aber es ist eben so bei Diktatoren, die können eins sich nicht leisten, ihr Gesicht zu verlieren. Wenn er seinem Volk verspricht, bis 2029 haben wir Taiwan wieder einkassiert, das ja auch so strategisch wichtig ist und das für Xi Jinping wahrscheinlich deswegen so wichtig ist, weil damals beim Langen Marsch eben ganz Festlandschina sozusagen unter die Kommunisten fiel, bis auf Taiwan, wo ja Chiang Kai-shek sich dahin flüchten konnte. Das ist also irgendwie so ein Stachel im Fleisch der Kommunisten und dieses Stachel, den will Xi Jinping rausziehen. Würde er das nicht schaffen, würde er sein Gesicht vor dem Volk verlieren, indem er sein Versprechen bricht. Und das können sich Diktatoren nicht leisten. Gesichtsverlust, dementsprechend wird er alles tun. Jetzt kam gerade die Meldung, dass hier die Ministerin
die Sprecherin des Taiwan-Ministeriums aus in China gesagt hat. Also jeder, der die Unabhängigkeit von Taiwan proklamierte, der wird von der Einreise nach Festlandchina, Hongkong und Macau ausgeschlossen und wird verfolgt bis an sein Lebensende wegen Criminal Liability, also die Kriminalisierung derjenigen, die sagen, Taiwan ist unabhängig. Dabei ist Taiwan, wie gesagt, nie wirklich ein großer Teil oder nie wirklich Teil der chinesischen Geschichte gewesen, wenn nur ganz kurzfristig ist er länger gewesen unter japanischer Herrschaft. Also man muss diese Dimensionen mal sehen. Deswegen empfehle ich nochmal das Gespräch gestern mit Jürgen Kremp, Boom und Bust, das Sie finden im YouTube-Kanal von Finanzmarktwelt, sich anzutun. Ich werde das, glaube ich, nochmal auch unter das Video verlinken für diejenigen, die sich dafür interessieren. Und hier abschließend noch einen Artikelhinweis meines Kollegen Wolfgang Müller von gestern, der aber sozusagen nochmal klar macht, dieses ganze Umfeld der Fed, Erfüllungsgehilfe der Wall Street, das werde ich Ihnen unter diesem Video verlinken, der zeigt die Dimension, wie vorsichtig Jerome Powell agiert hat, wie jedes Wort wichtig und abgewägt war, damit ja kein Schaden entstehen kann, damit man den Märkten nicht schadet, wie Janet Yellen das gesagt hat. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Tag. 13.30 Uhr kommen die US-Arbeitsmarktdaten, die dürften besser ausfallen. Bei finanzmarktwelt.de werden Sie informiert. Servus und ciao.